Hallo, Penner im Auto hier, mein Name ist Tobias und heute schauen wir uns mal mein Auto an. Das Fahrzeug, mit dem ich seit 4 Jahren durch Europa reise. Von den Bergen zu Stränden, über Wintergebiete bis zu super heißen Gebieten. Es ändern sich unterwegs natürlich immer einige Dinge. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zum Fahrzeug selber habt, dann schreibt mir gerne, ich lese mir alle Kommentare durch. Gehen wir jetzt nochmal komplett durch und schauen uns alles im Detail an. Zum Fahrzeug selber, es ist ein Opel Movano oder auch ein Renault Master oder ein Nissan NX200 oder sowas. Hat mich nie im Stich gelassen. Einziges Problem war, vorne war einmal ein Kraftstoffdruckventil defekt, weil ich im Balkan einfach schlechten Sprit getankt habe. Hat mich 60 Euro gekostet, war super leicht zu reparieren. Auch den Zahnriemen habe ich selber repariert. Das ist ein Industriefahrzeug. Da wird darauf geachtet, dass alles leicht zu reparieren ist. Deswegen ist das Fahrzeug als Basis einfach top, um durch Europa zu reisen. Hola. Der Verbrauch liegt bei ungefähr 7,5 Liter. Das ist die L2H2 Version, also ich kann gerade drin stehen. Und wie man sieht, ist das als Stealth Camper ausgebaut. Stealth Camper bedeutet, dass wenn man hier einfach alles zumacht, man von außen nicht wie bei einem regulären Wohnmobil erkennt, dass es sich dabei um ein Wohnmobil handelt. Dadurch kann man in solchen kritischen Ländern wie Slowenien oder Kroatien locker überall stehen. Ich hatte da keinerlei Probleme. Die einzigen Sachen, die dem geübten Auge verraten, dass das ein Wohnmobil ist, sind erstens das Hundeschild auf der Rückseite. Das habe ich bewusst angebracht, um die Verbrecher fernzuhalten. Das ist ein Pro-Tipp. In der Regel parke ich ja eh immer rückwärts ein, aber die Einbrecher, die vorher eine Runde um das Fahrzeug machen, sehen das Schild. Die nächste Sache ist, jeder, der eine Heizung im Fahrzeug hat, wird diesen Ausgang hier kennen. Da kommen die Abgase der Heizung raus. Andere Camper erkennen das vielleicht. Aber solche normalen Muggels sehen das in der Regel noch nicht mal. Und die letzte Sache ist ganz klar die Überdachung. Die sieht man von der Straße normalerweise auch nicht. Aber die Solarpanel lassen deutlich darauf schließen, dass hier etwas reingebaut ist. Hallo Lana. Wie man sieht, bedeutet es, dass hier keine Fenster drin sind. Vermissen tue ich sie auch nicht, weil wenn man den ganzen Tag draußen unterwegs ist und ins Auto kommt, dann dient das Fahrzeug dazu, dass man sich komplett zurückziehen kann. Bei anderen Campern sieht man die Fenster auch immer abgedichtet. So, aber jetzt mache ich mal ein bisschen Platz hier. Die ganzen Einwohner ärgern sich schon, dass ich hier mitten auf der Straße stehe. Jawohl, mit schön mit der tollen Aussicht hier. Wenn wir mal reingehen, dann wirkt erstmal alles sehr, sehr überfordernd. Ja, das ist eine selbstgebaute Bretterbude. Bedenkt, dass das 4 Jahre Entwicklung ist. Und ich werde euch ganz genau zeigen, warum ich mit dieser Bretterbude auf dem Campingplatz besser dastehe als jeder andere Fertigcamper. Ich mache da in Kürze noch ein Video zu, warum das selber Ausbauen immer besser ist, als sich einen fertigen zu kaufen. Da gibt es eine Menge Stichpunkte, die man vorher meistens gar nicht bedenkt. Aber erstmal gehen wir hier im Fahrzeug so durch, wie ich es aufgebaut habe. Und zwar würde ich jedem empfehlen, am Anfang eine Liste anzulegen von Sachen, die im Fahrzeug auf jeden Fall machbar sein müssen. Und an allererster Stelle bei mir war das Schlafen, deswegen habe ich das Bett als allererstes designt. Das Bett ist diese überdimensionierte Couch, die dort in der Ecke ist. Man kann die Rückwand hier vorlegen, sodass die Spüle und der ganze Sitz zur Liegefläche werden. Dadurch haben hier locker 2 Personen Platz. Man kann sich tagsüber an allererster Stelle einfach so hier hinflezen. Hinlegen ist natürlich auch eine Option. Dann mache ich es auch gerne, dass ich die Rückseite einfach platt auf den Boden lege. Dahinter befinden sich die Decken und der Schlafsack. Ich würde auf jeden Fall jedem einen Schlafsack empfehlen. Egal wo ihr seid, die Nächte können immer wieder überraschend kalt werden. Ich habe übrigens 7 Decken dabei und habe den Schlafsack trotzdem immer noch nicht weggeworfen. Ja, so lege ich mich tagsüber auch gerne immer wieder hin. Der Vorteil ist, dass man immer noch an die Spüle rankommt. Man hier die ganzen Stromanschlüsse hat und ganz schnell ein Mittagsschläfchen halten kann. Aber die eigentliche Option ist es, den Vorhang hier rauszuziehen und das Bett komplett über die Spüle drüber zu ziehen. Man hier dann die ganze Liegefläche hat, das ist riesig. Das sind ja fast 2 Meter bis nach hinten und von der Breite sind das auch fast 2 Meter. An dem Bett habe ich vom ersten Tag an nichts mehr geändert, weil es so aus dem Raum am meisten rausholt. Kleine Gimmicks sind, dass die Heizung zum Beispiel hier unten in dem Schlitz zwischen den beiden Matratzen herauskommt. Das habe ich so noch nie bei einem anderen Fahrzeug gesehen, würde ich dringend empfehlen. Zudem habe ich in dem hinteren Lattenrost dort eine größere Lücke gelassen, sodass ich von der Innenseite beim Wachwerden die Hintertür aufmachen kann. Das ist richtig geil. Sämtliche Steuerungen wie die Heizung, das Hygrometer und die Ventilatoren im ganzen Fahrzeug sind hier von dem Bett aus erreichbar. Es gibt da draußen viel zu viele Fahrzeuge, die sowas nicht haben. Und das sind immer solche Sachen, nach denen man erst nach Jahren drauf kommt. Die nächste Priorität war das Arbeiten. Ich bin selbstständig im IT-Bereich, also habe ich mir auf dem Dach 500 Watt Solarpanel draufgeschmissen. Könnte ich die hochklappen und zur Sonne ausrichten, dann könnte man noch mehr rausholen. Aber das genügt mir alle Male. Der Strom kommt dann hier unten an, geht über einen Ladecontroller in die 120 Ampere-Stunden Batterie. Reicht mir vollkommen. Zusätzlich habe ich noch die Option, jederzeit einen Ladebooster zuzuschalten, der mir die Batterie mit dem
Motor auflädt. Kleiner Profi-Tipp, vorne unterm Lenkrad habe ich einen Schalter angebracht, womit ich den Ladebooster an- und ausschalten kann. Dieser Strom wird dann über dicke, fette Kabel überall im Fahrzeug verteilt. Glücklicherweise habe ich für meinen Laptop einen 12-Volt-Adapter gefunden, wovon ich mir gleich 2 Stück gekauft habe, so dass ich meinen Laptop dann schön entweder hier oder dort hinten auf dem Sofa anschließen kann und arbeiten kann. Als Gerät habe ich mir extra ein ThinkPad geholt. Das ist die letzte Generation, die nach Militärstandard gebaut ist. Also das Tauschen von den Prozessoren und sämtlichen anderen Bauteilen ist hier echt ein Witz. Das geht sehr schnell. Ich habe schon massig Kaffee darüber geschüttet. Das ist hier schon herumgeflogen. Ich schneide da alle Videos mit. Also auch kein Schickimicki-Teil, sondern einfach etwas, was ewig hält. Für die Internetverbindung habe ich anfangs ganz klassisch ein Handy genommen und bin über die SIM-Karte online gegangen. Gerade in Deutschland findet man aber dadurch nicht immer Netz. Weswegen ich dann irgendwann auf einen Router umgestiegen bin. Das ist der Archer MR200. Ich glaube, den kriegt man für 50 Euro und lustigerweise nimmt der 12 Volt. Man kann den also direkt an die Bordbatterie anschließen, zudem man dort auch eine externe LTE-Antenne anbringen kann. Diese Antenne kann ich vorne in jede Richtung ausrichten und habe in 4 Jahren nur einmal kein Internet bekommen. Die Antenne selber ist auch eine 10 Euro China-Antenne. Eine bombastische Lösung, um immer überall Internet zu haben. Und zum Thema Arbeiten beim Vanlife kommt demnächst auch noch ein ziemlich brisantes Video. Die nächste Sache, die mir extrem wichtig war, ist die Toilette. Die befindet sich hier genau in der Mitte. Das ist nämlich eine Trocken-Trenn-Toilette. Dazu habe ich ein ganz eigenes Video gemacht, wo ich alles im Detail erkläre. Das Bett hier in der Mitte hat einen Teil, der sich hochheben lässt. Und so kann ich mich dann ganz bequem einfach hier hinsetzen. Seitdem ich die Trocken-Trenn-Toilette habe, will ich schon gar nicht mehr auf normale Toiletten gehen. Falls du das noch nicht kennst, informier dich über die Trocken-Trenn-Toilette. Andere ignorieren das Thema, gehen in den Wald. Tut euch den Gefallen, baut euch eine Trockentrenntoilette ins Auto rein. Als nächstes war mir das Kochen extrem wichtig. Ich habe hier eine Doppelkochplatte, die ganz normal Butangas entgegennimmt, die kleinen Flaschen. Bei einer festen Installation müsst ihr immer wieder Gasinspektion machen. Zudem könnt ihr damit auch draußen kochen. 2 Platten brauchte ich eigentlich nicht wirklich. Vorteil, ich kann, wenn es kälter ist, eine Flasche aufwärmen, während die andere Flasche benutzt wird. Anderer Vorteil ist, man kann die beiden Platten ineinander verhaken, sodass die dann noch ein bisschen Windschutz bieten. Aber wenn ihr keine 2 Kochplatten benötigt, dann würde ich wirklich nur eine holen, weil die natürlich viel platzsparender ist. Kochen tue ich mittlerweile immer mit dem Schnellkochtopf. Das spart Unmengen an Gas. Es verstreut nicht so viel Luftfeuchtigkeit in eurem Raum und ihr könnt das Essen im Topf mit euch herumfahren, ohne dass es umkippt und euch alles vollsaut, weil es ja abgeschlossen ist. Des Weiteren habe ich noch einen Wasserkessel, der ebenfalls die Luftfeuchtigkeit minimiert. Ich habe eine Eisenpfanne, die ich gerne draußen auf das Feuer stelle. Es ist super sexy, draußen am Feuer zu kochen. Und noch andere Pfannen, hier sind meine Gewürze. Ich laufe gerne im Supermarkt anderen Einheimischen hinterher und schaue, was die kaufen und koche das dann einfach. Ich würde auf jeden Fall die Kochstelle direkt an der Schiebetür anbauen, weil man so die ganzen Gase und die Luftfeuchtigkeit ablassen kann. Zusätzlich gibt es immer wieder Meldungen, dass das Butangas giftiger für den Menschen ist, als die Hersteller es zugeben mögen. Deswegen empfehle ich dazu auch noch eine kleine Abzugshaube. Das ist ein Mini-Ventilator an der Decke, der mit 12 Volt direkt angeschlossen ist und die heißen Gase von oben einfach abzieht. Das funktioniert wundervoll. Wenn ich mal draußen ein Feuerchen machen will, nutze ich immer so eine Art Feuernetz. Das ist eigentlich eine runtergerittene Salatschüssel vom Ikea. Da drin hatten wir schon die Weißglut. Das Ding ist einfach unkaputtbar. Wichtig ist, dass hier überall Löcher dran sind, sodass von überall der Sauerstoff dran kommt und dann die Rauchentwicklung minimal ist. Danach solche Teleskopspieße und ihr werdet einen mega geilen Abend haben. Denkt daran, hier in Spanien zum Beispiel kostet das euch gerne mal 1500 Euro, wenn ihr in der Wildnis Feuer macht. Ich habe in meinem Fahrzeug immer grundsätzlich meinen Feuerlöscher parat. In manchen Ländern ist es Pflicht. Und wenn es hart auf hart kommt, sind hier jederzeit 20 Liter Wasser bereit, um immer alles abzuspritzen. Das Gerät hier kostet 20 oder 30 Euro, ist direkt mit meinem Bordwasser angeschlossen. Man könnte damit sensible Strafen verhindern. Nächster wichtiger Punkt für mich war die Hygiene. Der Grund, warum mein Kanal Penner im Auto heißt, ist, weil ich mich nach der ersten Nacht draußen wie ein Penner im Auto gefühlt habe. Ich hatte die Hygiene noch gar nicht drauf. Diese Leseecke dort war ursprünglich gedacht als Dusche. Nur um dann nach 2 Wochen herauszufinden, braucht ihr nicht.
ihr braucht keine Dusche. Wenn ihr eure Hygiene richtig hinbekommt. Direkt am Bett, hier in der Ecke, habe ich Wet Wipes, feuchte Tücher. Das mache ich jeden Morgen. Wenn ich gerade nicht in Spanien unterwegs bin und es eisig kalt ist, dann kann ich das schnell hier unter der Decke erledigen. Noch bevor ich das Bett verlasse, rasieren und Zähne putzen. Ich kann mir sogar hier die Haare schneiden. Auf beiden Innenseiten der Schranktüren sind Spiegel verbaut. Ich kann hier sogar noch einen Spiegel rausdrehen. Ich bin sehr oft unzufrieden mit irgendwelchen Friseuren. Auch sehr wichtig ist die Behandlung der Klamotten, wenn ihr wandern wart. Ich habe alle Kombinationen ausprobiert. Waschmittel mit Wasser, Seife mit Wasser, Kaisernatrum bzw. Natriumhydrogencarbonat oder Backpulver. Es gibt viele Namen dafür. Spiritus habe ich ausprobiert. Aber der Gewinner ist Essig. Definitiv Essig. Kriegt ihr überall hinterher geworfen, packt das in eine Sprühflasche rein und sprüht damit eure Klamotten ein. Oh nein, ich hab's geschrottet. Und sprüht damit eure Klamotten ein. Sprüht damit eure Schuhe ein. Sprüht euch selber damit ein. Das ist das Allerheilmittel gegen Bakterien, Gerüche. Wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, zieht das in Betracht. Ihr werdet echt überrascht sein. Lana benutzt es sogar, um ihr Geschirr sauber zu machen. Gegen alle anderen Reinigungsmittel hat es mit Abstand gewonnen. Manchmal mische ich das noch mit Alkohol. Momentan teste ich das wirklich nur pur Essig. Danke. Auch vorzugsweise den Tafelessig. Es gibt dann auch andere Essigsorten. Dieser riecht komischerweise nach Käse, wenn man das irgendwo drauf sprüht. Aber ist immer noch besser als der Geruch, der meine Füße generiert. Danach ist es wichtig, die Klamotten zu trocknen. Dafür habe ich eine eigene Ecke hier. Das funktioniert so gut. Ich fange sogar hier schon an, ein Loch zu bohren, um hier einen Ventilator zu installieren, der immer die Luft zirkuliert. Hier vorne habe ich auch noch eine Schnur, die ich quer durch die Fahrerkabine ziehen kann, um Klamotten aufzuhängen. Mega empfehlenswert. Aber irgendwann reicht auch das nicht mehr. Und dann müssen wir die Klamotten waschen. Anfangs hatte ich immer einen Eimer, in dem ich die Klamotten mit Spülmittel durchgeknetet habe. Den Eimer habe ich mittlerweile weggeworfen, denn ich mache alles mittlerweile in einem Sack. So klein kann eine Waschmaschine sein. Schwerlastsack, Vollwaschmittel, so ein Clipsding, um den Sack wasserdicht zu verschließen. Klamotten mit Waschmittel in den Sack reinschütten, den mit Wasser füllen, den Sack ordentlich durchkneten, das Wasser entsorgen und nochmal ohne Waschmittel durchkneten, wieder fachgerecht entsorgen. Das funktioniert mega. Ich habe es auch mit einem großen Eimer versucht, indem man die Klamotten mit Waschmittel hineinlegt und dann herumfährt. Das Wasser bewegt sich dabei und wäscht die Klamotten durch. Hat für mich gar nicht funktioniert. Seitdem ich den Trick mit dem Sack hier für mich entdeckt habe, benutze ich sogar Waschmaschinen nicht mehr so oft, die man ja überall an jeder Raststätte findet. Damit ist das Waschen komplett durch. Fehlt nur noch das Putzen des Fahrzeugs. Dazu habe ich nur einen Tipp zu geben. Haut euch so einen Teppich hier rein, dann könnt ihr den ganzen Dreck mit dem Teppich rausholen, ihn ausklopfen. Ja, und der Rest wird halt einfach normal ausgeputzt. So, die nächste kritische Sache, die mir sehr früh aufgefallen ist, ist die Temperatur. Morgens beim Aufwachen im Bett habe ich mir komplett den Arsch abgefroren und mir war klar, dass ich auf jeden Fall eine Heizung haben will, die mir alles aufwärmt und zusätzlich noch eine Isolierung reinsetzen will. Ich habe hier 19 mm K-Flex verbaut, die sind etwas günstiger, auf Papier ist die Dämmleistung sogar höher als Armaflex. Problem bei dem ist nur, dass es auch Jahre danach immer noch leicht abdampft und man hier so einen chemischen Geruch hat, wenn die Sonne ballert. Mittlerweile hat es deutlich nachgelassen, man riecht kaum noch was davon. Und zusätzlich zur Isolierung habe ich mir noch eine Dieselheizung geholt. Das ist diese typische Billig-China-Heizung für 120 Euro oder sowas. Ich hatte damit bisher keinerlei Probleme. Die läuft astrein. Ich habe keine Teile gewechselt. Ich habe die regelmäßig auseinandergenommen. Die hat normale Verrußungen von innen. Ein Heizungsexperte hat mir gesagt, man sollte alle 2 Wochen die Heizung für 10 Minuten mit voller Pulle laufen lassen. Hier am Controller kann man alles Mögliche einstellen. Wenn man in die Optionen geht, kann man hier durch einen Code, der bei mir 9009 lautet, noch sämtliche Parameter selber verstellen. Passt damit auf, ihr könntet die Heizung damit wirklich am Limit betreiben. Was ich umgestellt habe, ist, dass ich von 1,6 Hertz, das ist grob genommen die Wärmeleistung, die Heizung runter auf 1,1 runterschrauben kann, weil bei so einem kleinen Raum genügt schon ein bisschen Wärme, um alles auf Dauer heiß zu kriegen. Ich bin wirklich total zufrieden damit. Und eine andere Sache, die mir direkt am Anfang aufgefallen ist, dass ich halt eben möchte, dass die Heizung mir direkt ins Bett reinpustet, was morgens einfach der Oberknaller ist. Bedenkt beim Ausbau unbedingt, dass warme Luft die Luftfeuchtigkeit aufnimmt, warme Luft ebenfalls wie magnetisch zur kalten Luft hingezogen wird und kalte Luft die Luftfeuchtigkeit wieder abgibt. Deswegen beschlagen im Badezimmer die Spiegel beim Duschen immer so sehr. Und im Auto trifft dieser Effekt ebenfalls ein. Die heiße Luft nimmt die Luftfeuchtigkeit und trägt sie an alle Stellen, die kalt sind. Auch so winzige Schrauben. Ihr findet dann hier immer ein bisschen Kondenswasser. Aber auch zu anderen großen Räumen, wie zum Beispiel der Vorderraum. Der ist natürlich nicht isoliert. Also nimmt die warme Luft die Luftfeuchtigkeit und trägt sie nach vorne und gibt sie vor.
vorne ab. Das ist so erstmal nicht allzu schlimm. Außer, dass natürlich nach ein paar Stunden hier vorne alles komplett pitschnass ist. Dazu lasse ich dann einfach die Fenster auf beiden Seiten spalt offen. Und dann reguliert sich das auch alles automatisch. Und hinten habt ihr ein Wahnsinnsklima drin. Eine weitere Sache, die ich sonst bei niemandem so gesehen habe, ist, dass ich mir extra einen Raum genommen habe, um Werkzeuge mitnehmen zu können. Guckt euch das an. Hier ist alles dabei. Anfangs wollte ich nur die Kiste als Werkzeuge haben. Mittlerweile ist fast der komplette untere rechte Bereich des Fahrzeugs mit Werkzeugen voll. Wenn was am Auto kaputt geht, dass ich das sofort selber reparieren kann und ich in meinen Reisen gar nicht gestört werde. Das muss nicht sein. Im Ausland, auch hier in Spanien, sind die Werkstätten wesentlich günstiger als in Deutschland. Aber wenn ihr Sachen selber reparieren könnt, dann reichen auch ein paar spezifische Werkzeuge, um alles zu machen. Ich rede hier nicht nur vom Motoröl oder einem Starterkabel, sondern ich kann die kompletten Bremsen selber machen. Ich könnte den Zahnriemen mal eben wechseln. Es passiert, dass andere Leute Probleme mit ihren Autos haben und ich dann einfach dabei selber mithelfe. Was auch ähnlich wie beim Feuer machen einfach so einen sozialen Aspekt hat. Man lernt so viele Leute dadurch kennen, weil irgendwie hat immer irgendjemand irgendwas mit seinem Auto. Dann will ich noch extra auf das Wasser eingehen. Da kamen oft die Fragen. Ich habe hier so einen 20 Liter Wassertank einfach bei Amazon gekauft. Hier habe ich mir irgendwo so einen Wassersticker geklaut. Daran ist die Pumpe für meinen Gartenschlauch angeschlossen. Und das Wasser für den Spülbecken läuft über diesen Schlauch hinter den ganzen Möbeln weiter bis hier unten zur Fußpumpe hin. Man tritt einfach mit dem Fuß drauf. Und dann kommt hier oben aus dem Nupsi das Wasser raus, läuft in die Spüle und von dort aus in den Grauwassertank. Ganz einfach zu bauen. Von der elektronischen Pumpe habe ich abgesehen, weil die öfters kaputt gehen und ich auch nicht vom Strom abhängig werden will, ob ich jetzt Wasser bekomme oder nicht. Nach all den Jahren hatte ich dann noch eine Idee, wie ich das nächste Mal anders bauen würde. Und zwar würde ich den Wasserschlauch, der hier ankommt, vorher noch durch das Heizungsrohr jagen, weil wenn ich die Heizung anhabe, dann will ich auch meistens warmes Wasser haben, weil es anscheinend draußen arschkalt ist. Und da würde ich halt einfach zwei Fliegen mit einer Klatsche erledigen. Aber ansonsten bin ich so mit dem Wasserthema komplett durch. Also man merkt schon, mir ist es wichtig, wirklich total autonom zu stehen. Und eine Sache gehört noch dazu, und zwar das Reparieren von Klamotten. Ja, ihr habt richtig gehört. Im Ausland gibt es ganz andere Anziehsachen. Teilweise habe ich sogar teure Spezialklamotten. Angefangen habe ich mit einer einfachen Nadel und einem Faden. Mittlerweile sind da die unterschiedlichsten Nadel und Fäden zusammengekommen. Ich habe hier natürlich Imprägnierspray und das platzsparende Superwunder Textilkleber. Das ist einfach nur so ein ganz feines Pulver, das man einnähen kann, um dann zwei Stoffe miteinander zusammenzukleben. Dazu nehme ich die Eisenpfanne, leg da Alufolie drauf, leg die beiden Stoffe mit dem Pulver dazwischen hin, mach wieder eine Alufolie drauf, leg oben dann eine kleine Pfanne drauf und messe dort die Temperatur, während alles auf dem Gasherd steht. So kann ich ganz genau messen, wann der Kleber schmilzt und die Klamotten werden dadurch bombenfest zusammengehalten. Und da braucht ihr dann nicht eine ganze verdammte Nähmaschine mitzuschleppen. Einfach mal bei eBay nach Textilkleber suchen und die Sache hat sich gegessen. Für solche kleinen Sachen musste ich immer überall Räume übrig lassen. Jede Sache hat ihren eigenen kleinen Fach, weil der Schlüssel beim Ausbau war, so viel Platz rauszuholen, wie es nur geht. Womit wir dann zum letzten Punkt kommen. Und zwar sind in dem Fahrzeug unzählige kleine Gadgets verbaut. Sowas wie das hier. Klappbare Sachen, die zusammengefaltet kaum Platz wegnehmen, aber so einen riesen Unterschied machen. Das ist natürlich der klare Vorteil von einem Selbstausbau. Irgendwann habe ich bei Gästen gemerkt, dass die hier auf dem Sofa nach einem Platz für ihre Tasse gesucht haben. Also war das Problem sofort gelöst. Dort habe ich mir eben ein kleines Regal gebaut, um nachts die Handys laden zu können. Hier vorne beim Sitz gibt es einen Tisch, den man rausziehen kann. Auch hier vorne kann man sich noch einen Tisch rausziehen. Der geht dann hier komplett auf diese Seite runter. Mitten im Raum habe ich dann noch zum Beispiel einen Vorhang, um den Raum trennen zu können. Was auch mega geil ist, wenn man hier hinten die Heizung anhat. Dann wird dieser kleine Raum hier hinten extrem schnell warm. Ja, die Verschmelzung von der Toilette und dem Bett habe ich bereits gezeigt. Man kann sich ja schon ausmalen, wie weit nach vorne die Toilette müsste, wenn ich diese klappbare Bettkante nicht eingeführt hätte. Die Toilette wäre quasi hier vorne direkt. Oder dieser herausziehbare Stuhl nimmt hier in dem Schrank drin keinen Platz weg, holt aber trotzdem so viel dabei raus. Hier habe ich noch eine kleine geheime Schublade, die selbst die Ukraine am Grenzübergang nicht gefunden haben. Es gibt lauter kleine Sachen, die beim Ausbau bereits auffallen. Überall kann man mit kleinen Scharnieren oder Schubladenkonstruktion unheimlich viel rausholen. Und das Geilste an der Sache ist, wenn wir jetzt die Tür zumachen
und von außen drauf gucken, man merkt, was das eigentlich für ein kleines Auto ist und wie viel Krempel da drin ist. Ich finde, so sollte man ein Auto ausbauen und so kriegt man das eigentlich auch nur hin, wenn man das selber ausbaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt mir gerne Kommentare. Ich antworte auf alles. Bin auch sehr gespannt über eure Meinung. Viele Sachen habe ich auch bereits in anderen Videos erklärt. Schaut gerne vorbei. Wir sehen uns unterwegs.